So. Anwar zur letzten Festung. Bin ja gespannt, was danach passiert. Sind wir wirklich schon so nah am Ende? Oder müssen wir danach 4 neue Festungen besuchen oder ähnlichen Unsinn? Egal. Los, ihr pinken Viecher. Fresst, ouch. Toll, bewusstlos beim ersten Schlachter. War ja toll. Gut, springen, angreifen, springen, an. Ah, block schneller, block schneller. Ja, das ist der Nachteil der Axt. Toll. Das eine Viech ist so dumm, es greift an, wenn es zu weit weg ist. Ja, dafür bist du jetzt tot. Okay, man kriegt aber auch dafür ordentlich Erfahrungspunkte hier. Naja, und weniger Bonus-Erfahrungspunkte, weil ich mich so dusselig angestellt habe. Oh, meine Lieblingshändler sind wieder hier. Hey, du bist einer dieser komischen Handwerksritter, nicht wahr? Ich werde euch irgendwas spüren. Okay, was ist das Geheimnis? Aha. Kann Materialien kriegen, wenn ich feindliche Waffen zerbreche, während ich ihn bekämpfe. Okay. Gut zu wissen. Mhm, ja, ja. Na, was machen die eigentlich? Die wandern hier im Wald herum. Hier gibt's nichts als Monster, Mutanten und Festungen mit komischen Robotsoldaten. Was genau wollen die eigentlich verkaufen? Naja, genau. Mach das nur. Okay, jetzt können wir anscheinend in 3 Richtungen weitergehen. Gucken wir mal. Oh, Vögel. Und eingekesselt. Ach, sind die zerbrechlich. Autsch, verdammt. Diese pinken Dinger müssen aus ziemlich hartem Metall rein. Hauen uns leichter um als alle anderen Gegner bisher. Nicht mit besonders viel Schaden. Yep. Und wir haben wieder mal Eier eingesammelt. Können wir bald ein Omelette machen. So. Mal Gras mähen hier. Geld aufsammeln, was jemand vergessen hat. Und da geht's weiter und hier geht's weiter. Gehen wir mal zuerst rechts. Was können wir hier finden? Naja, Monster hauptsächlich. Ah, die fliegenden Viecher. Und was ist das hier für... Oh, geh weg, du komischer zweibeiniges Chamäleon oder was du bist. Oh, der hat ziemlich viele Trefferpunkte. Ich lasse mal den Fliegekäfer weg. So. Genau, nimm das. Und wir kriegen, wow, eine ganze Menge Erfahrungspunkte. Können wir ja mal aufleveln. Okay, und ich krieg nur einen? Das ist gemein. Dann nehme ich mal Agilität. Da hinken wir hinterher. Und weiter nach Süden. Oh, hier gibt es nur eine Medaille. Ja, jetzt renne ich dran vorbei, Ariel. Nimm das Ding in die Hand. Ah. Ich weiß nicht, wie es ist. Ah, endlich. Ja, genau, man muss genau rechts daneben stehen, dann nimmt sie es in die Hand. Ah ja. Wollen nicht so einfach, sich zu runterzubücken, wenn man eine schwere Axt sich rumschleppt. So, hier. Jetzt spiele ich mal die Axt im Walde hier wieder. Und mach Vogel 3 aus dem Vieh hier. Und hau das Ding platt, bevor es mich erwischt wieder. Ha. Simpel, einfach und sofort erledigt. Gut. Sagen wir mal vorsichtig. Muss daran denken. Oh, gut. Da ist wieder eine Höhle. Und Monster. Oh, fliegende Monster diesmal. Mit Kreiselangriffen. Aber die sind auch ziemlich zerbrechlich. Scheinbar ist es eine gute Idee von mir, dass ich meine Axt verbessert habe. Agilität hin oder her. Seht ihr. So. Naja, das übliche Spiel wieder. Mit runterfallen und hochklettern und so weiter. Naja. Oh, diesmal mit 2 Löchern zur Auswahl. So, jetzt vorsichtig mit der Aufnahme. Das Bild rennt mir stellenweise schon wieder davon. Oh, wie süß. Aber ich bin sicher, wenn die beißen, tut's weh. Hey, komm her, du komischer fliegende Mutantenhund. Naja, beiß nur schön. Und ich beiß zurück. Mit dem Axt. Ja, Schneideblatt meiner Axt beiß ich zurück. So. Gucken wir uns mal hier runter. Ja, 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 ich weiß. Konnten sie auch nicht noch einen neueren Namen ausdenken. Hm, und die Höhle sieht auch noch so fast gleich aus. Gesehen davon, dass es hier nach unten geht. Ach komm. Nicht ihr schon wieder.
Einfach die größere Reichweite ausnutzen. Können sie eigentlich so leicht umschlunzen. So, deiner kriegt auch hier Level drauf. Und wir lernen einen weiteren Zauber, dem sie uns helfen kann. Und hier ist auch schon wieder eine Goldmedaille. Können wir diesem verrückten Dorf dann gleich zwei geben, nämlich. Naja. Gut. Ha! Autsch! Okay, gut, bei dem wäre es vielleicht doch besser, wenn ich ein bisschen blocke. Ha! Erwischt! Okay, erledigt. Und wir haben neues Erz. Los! Her mit dir! Gut, da ist sie nicht 300 Mal im Kreis rumgelaufen. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, wo uns die Löcher hinführen. Hier mal ein. Das Falsche setzt uns direkt in die Mitte zwischen den beiden Felswänden und das richtige Loch setzt uns oben drauf. Ja, das ist fein. So, nach draußen. So. Raus hier. Und, oh, Mann. Okay. Ach, Sky Dogs. Lufthunde. Was? Gibt's noch eine Lava-Version und die heißen dann Hot Dogs, oder was? Ich krieg weniger Geld dafür als bei den Monstern früher. Okay, was soll's. Fallen wir mal runter. Und das war das Falsche. Ah ja, und an dem hellen Fleck hätte ich das eigentlich merken sollen. Okay, Burst Flare. Ja, das ist beeindruckend, muss ich sagen. 3 von 4 Monstern sind ausgefallen. Das könnte einem tatsächlich helfen. Okay, jetzt aber raus. Und jetzt sollten wir mal ein bisschen helfen. Genau. Heilen. Und mal ein bisschen hier umequippen. Ich meine die Magie, Support und so weiter. Das können wir nur noch einmal benutzen, aber gerade nicht. So nehme ich stattdessen die Dinger hier für den Notfall. Sonst die Heilen ausgehen. Und jetzt versuchen wir mal. We will shock you. Oh, ist das putzig. Das hat nicht so gut geholfen. Aber zumindest können wir es noch verwenden. Gut. Nehmen wir das mal. Wasser und Elektrizität, das müsste in Mangelung von den meisten Immunitäten abdecken. Und jetzt, oh, nicht schon wieder. Aber gut, probiere ich das mal aus. Na hier, grill die Viecher. Okay, gut. Das hat Wirkung gezeigt. Also es ist viel billiger als der andere Kram. So, jetzt haben wir ja Fortschritte gemacht. Springen wir hier mal rein. Und wo landen wir? Tatsächlich irgendwo oben drauf. Was? Natürlich. Okay, nee, nee, nee. Du kommst mir hier nicht nahe. Stattdessen darf meine Partnerin sich jetzt mal einmischen hier. Na gut. Mittelprächtig, würde ich sagen. So, der Hund ist wütend, aber jetzt ist er tot und das kümmert mich nicht mehr. Und so, und Sting Chameleon, du gehst wieder zurück. Hier gibt's nur einen, der aussieht wie Megamans Schwester. Und das ist Ariel. Sofern sie diesen komischen Kristall benutzt. Okay, hier benutze ich nochmal selbst rein. Den Kristall kann ich übrigens, wie ich festgestellt habe, scheint nur einmal benutzen für einen Kampf und dann ist er wahrscheinlich, bis ich voll ausgeheilt bin, wieder nicht einsetzbar. Quasi einmal pro Tag oder so, könnte man sagen. Na gut. Also werde ich ihn mal versuchen, beim nächsten Bosskampf einzusetzen und gucken, ob ich mich besser anstelle oder ob es doch besser ist, wenn ich mir von meiner Partnerin helfen lasse. Ah ja, ein Hinterhalt, das ist immer schön.
Ha. Okay. Autsch. Okay. Kreissägen, Schmerzen, wer hätte das gedacht? Autsch. Wie komme ich immer in letzter Zeit immer eine Sekunde zu spät beim Blocken? Okay, hier geht's nicht weiter. So. Dann sind wir hier. Und hier haben wir auch wieder mal 1000 verschiedene Richtungen. Oh ja, wie liebe ich das doch hier. Angriff von hinten. Na, genau. Oh, ich habe den Weg durch den Wald mal ein bisschen beschleunigt. Da die Kämpfe allmählich sich anfingen zu wiederholen und ich habe im Prinzip immer nur das gleiche gemacht. Geblockt und zugeschlagen, das war ein bisschen langweilig. Aber jetzt sind wir hier plötzlich wieder in Gabriel Knight hineingelaufen. Und naja, damit ihr das nicht verpasst, bin ich wieder hier. So, hey Gabriel, was machst du hier? Rocky und Bullwinkel sind hier nicht da, sind heute mal nicht unterwegs, so dachte ich, ich gehe mal ein bisschen explorieren. Ha, ich bin Gabriel Knight, Explorer. Wirklich? Aber warum bist du hier, Ariel? Oh, ich habe von Bruno gehört, den kennst du ja bestimmt, dass es hier noch eine andere Festung in der Nähe gibt. Bruno? Och, es ist auch eine beschworene Kreatur, eine Art fliegende Maschine, so wie Xeride. Er ist ein bisschen kaputt. Orin hilft dabei, ihn zu reparieren. Jetzt lass uns mal wetten, ob sie auch daran denkt zu erwähnen, dass sie ihn kaputt gemacht hat. Ariel hilft dabei. Naja gut, sie hat dabei geholfen, es kaputt zu machen zumindest. Oh, danke, Dinah. Eigentlich wollte ich das vermeiden zu erwähnen. Okay, alle, die darauf gewettet haben, dass es rauskommt, haben gewonnen. Das ist sehr interessant. Ich würde diesen Bruno gerne treffen. Vielleicht ist da etwas, was ich helfen könnte. Keine Ahnung, eine 50-50 Chance, dass das Ding versucht, uns zu sabotieren. Also, naja, was soll's. Oh ja, ihr kommt ja schließlich von derselben Heimatwelt und so. Ach nee, wieso? Ich meine, klar, es ist ein JRPG, also ist die wahrscheinlich groß, dass es tatsächlich so ist. Aber dann denkt... Soll heißen, es gibt nur ein Universum, in dem Maschinen gebaut werden? Ist das jetzt unseres oder was? Hat Skynet da gewonnen? Und wenn die irgendjemanden beschwören, klauen sie Skynet aus einer Fabrik irgendeine seiner Maschinen oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Aber du suchst für einen Vault in einer Bank. Naja, heute bin ich echt gut dabei, das zu erklären, ich sehe schon. Keine Sorge, wir können uns darum selbst kümmern. Warum gehst du nicht und hilfst Orin? Gib uns den Weg frei, hau ab. Okay, ich habe auch so ein sehr seltsames Gefühl. Pass bloß auf, ich habe das Gefühl, ein Endgegner wartet. Mit diesen Gefühlen liege ich nie falsch. Nee, nenn es einen sechsten Sinn. Naja, ich nenne es den JRPG-Sinn. Oh, die... Will Ariel ausreichen, um mich zu beschützen? Keine Ahnung, sie ist Frau genug. Hey, kein Problem, wir können es selbst machen. Gut, dann werden wir uns auf den Weg machen zu Bruno. Und du weißt, wo er ist? Nein, aber kein Problem. Ich folge einfach deinem Geruch und wir werden ihn schon finden. Ja, sollte mal mehr baden, ne? See you later, Alligator. Ach, die mit dem komischen Tier sind 10-mal so gut riechen wie bei anderen. So, Ariel, beim nächsten Mal den Motoröl oder sonst irgendwas, was furchtbar stark riecht. Und dann gucken wir mal, ob wir seinen Sinn nicht lahmlegen können. Okay. Gehen wir weiter. Oder? Nein, halt. Zuerst springen wir in ein Loch. Tada!